Ja, lass uns über Lavendel sprechen. Die häufigste Frage in der Gärtnerei: Wie wird Lavendel zurückgeschnitten? Wann und wie? Grundsätzlich richtig ist, egal welche Art, nach der Blüte ist ein optimaler Termin. Ich habe hier mal einen, der ist sehr weit fortgeschritten in der Blüte. Hier ist noch eine Nachblüte gekommen. Die sind schon zurückgeschnitten worden. Und hier seht ihr, was es ausmacht. Die Pflanzen sind gleich alt. Die hintere ist nicht vernünftig zurückgeschnitten worden letztes Jahr. Die wurde geschnitten und ist schön wieder ausgetrieben. Das heißt, der Schnitt entscheidet darüber, ob die unten verkahlen oder nicht. Und wenn sie unten verkahlen, wird es für den Schnee im Winter sehr einfach, hier eine Schneise reinzuschlagen, sich dahinzulegen und die Pflanzen auseinanderzubrechen, was unweigerlich dazu führt, dass sie kaputt gehen. Das heißt, es ist überlebenswichtig für Lavendel, dass er kompakt bleibt. In der Natur wachsen die auf sehr, sehr mageren Böden und es kommen immer mal wieder Schafe oder Ziegen vorbei, die dran knabbern. Das heißt, da ist der Rückschnitt naturgemacht. Und bei uns ist es eine Frage von einer guten Schere. Gute Schere und beherztes Schneiden. Was mache ich hier? Ich gehe hin und schneide ins alte Holz rein. Ich schneide also die Blütenstiele ab, auch wenn noch ein paar Blütchen dran sind. Die kann ich heraussammeln, trocknen und ein kleines Lavendelkissen machen. So, ich habe von der Pflanze erstmal die Hälfte geschnitten. Und zwar tun wir jetzt mal so, als wäre das die Südseite. Das hat den Vorteil, dass das, was auf der anderen Seite steht, auch die Stängel machen ja Photosynthese, hier sind auch noch Blätter, die den neuen Austrieb auf dieser Seite mit ernährt. In 3 Wochen, wenn ich merke, dass hier ein neuer Austrieb zu sehen ist, so wie das hier der Fall ist, schneide ich die andere Seite. Das geht sowohl im Topf als auch im Beet draußen. Ist also gar nicht unbedingt ratsam, die Pflanzen ganz zu schneiden, sondern ich würde empfehlen, erst die Südhälfte und dann die Nordhälfte. Wenn die Pflanzen jung sind und gut im Wuchs sind, kann ich sie auch auf einmal schneiden. Aber die meisten Lavendel in den Gärten werden alt und knorrig und gerne vergessen. Und dieses Werkzeug hier ist eigentlich das wichtigste Gärtnerwerkzeug überhaupt. Und die Leute trauen sich oft nicht, was schade ist. Ohne Rückschnitt würde die Pflanze sehr bald aussehen wie diese. Wenn ich jetzt solche im Garten habe, was mache ich dann? Da gibt es nicht viel mit Nord- und Südseite. Ich habe die eben umgetopft. Hier ist frische Erde drin, hier ist frisches Muschelgrieß obendrauf. Ich gehe tatsächlich hin und mache sie kahl, so hart es klingt. Ich lasse fast kein Laub stehen. Und wenn ich jetzt merke, dass in 2, 3, 4 Wochen von unten neue Triebe kommen, so wie ich das auch hier gut sehen kann, dann habe ich einen Lavendel, der vital ist, der also noch Kraft hat. Wenn das nicht passiert, würde ich ihn durch einen neuen ersetzen. Dann ist die Pflanze schlicht und ergreifend zu alt geworden und nicht gut gepflegt worden.